Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Viel lieber hätte ich dieses Gespräch persönlich gemacht, aber jetzt haben wir ihn auf virtuellem Weg dabei. Hier ist der Erfolgsautor, Forscher und Verleger Werner Betz. Hallo Werner! Ja, hallo Mario, grüß dich. Es ist schön, dich zu sehen, nachdem es ja nun letztes Wochenende nicht geklappt hat mit dem Kongress. Das ist alles schade, aber du findest immer Wege, freue mich. Virtuelle Wege in dem Fall. Du kommst mir nicht aus. Gut. Lieber Werner, wie geht's dir? Wie ist die Stimmung in Groß-Gerau? Ja, die Stimmung ist hier auch zum großen Teil in der Bevölkerung etwas panisch, viel Angst und die Angst wird aber auch von den Behörden verbreitet. Ich lasse mich davon nicht anstecken. Mario, ich bin guter Dinge und habe in den letzten Tagen auch einiges angekurbelt, um meine Leser und die Leser meiner Autoren anzusprechen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert. Und es haben schon einige reagiert. Das freut mich natürlich. Und jetzt das Gespräch hier mit dir ist eine gute Fortsetzung. Ja, wir haben jetzt viel Zeit zu lesen, vor allem. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber schon relativ weit bei deinem Buch Riss in der Matrix. Erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Ich möchte es wissen. Das ist eine extrem spannende Geschichte, der du da auf die Spur gekommen bist durch den Udo-Witz. Erzähl mal, was es da auf sich hat mit dem Riss in der Matrix. Ja, ich hatte ja, wenn ich mich recht erinnere, bei dir in Wien 2016, ja, das war 2016, wenn ich das richtig im Kopf habe, da habe ich zum ersten Mal in einem Vortrag eigentlich darüber berichtet. Und auf diese Sache, auf die der Udo da gestoßen ist, der hat ja doch einige Jahre in der Domaine de la Salz gewohnt. Das ist bei Sucregne oben an der Salzquelle. Und hat auch die Lebensgefährtin des Verstorbenen Jean Remy dort kennengelernt. Die war zu der Zeit auch noch auf der Salz oben. Und die hat ihm Unterlagen übergeben. Das ist ein Heft, ich glaube 68 Seiten. Das hat der Jean handschriftlich verfasst, nachdem er da an die Salz kam. Und in diesem Heft, da hat er Erlebnisse, beziehungsweise er hat da festgehalten, was ihm ein gewisser Lilor bei seinen Spaziergängen, hat er den immer getroffen, was der Lilor ihm erklärt und berichtet hat. Und das sind also ganz interessante, ganz spannende Dinge. Der Lilor war ein Kommandant einer UFO-Basis, die dort oben, beginnend an der Salzquelle und sich erstreckend bis zum Pic de Bucarache, heute noch existieren soll. Ja, solche Geschichten hört man immer wieder. Und ich erzählte damals von diesen Aufzeichnungen. Ich wusste nur so ganz fragmentarisch, worum es in diesen Aufzeichnungen geht. Aber das hat sich jetzt geändert. Wir haben eine Übersetzung vorliegen. Und um diese Übersetzung geht es in dem Buch. Das heißt, wir haben alles, was der Lilo dem Jean erklärt und erzählt hat, übersetzt, haben die Übersetzung den Aufzeichnungen gegenübergestellt, haben da ein Buch draus gemacht und in dem Buch natürlich auch die Lebensgeschichte von dem Jean ein wenig durchleuchtet. Wir haben die Geschichte von dem Glasofen, also von den Verglasungen in dem Megalithbau an der Salzquelle da oben, die haben wir ausgeführt. Und noch einiges andere dazu. Erlebnisse vom Udo fließen da ein. Und das ist ja ein recht interessantes Paket, was wir da den Lesern präsentieren können. Wie kann man sich das vorstellen? Eine UFO-Basis an der Salz. Eine unterirdische UFO-Basis. Ja, das ist eine ganz verrückte Sache, Mario. Bereits zu Zeiten, als der Jean da geforscht hat, ist er auf eine Geschichte gestoßen, dass da oben gerade bei dem Glasofen in einer Tiefe, die wird unterschiedlich angegeben, mal mit 15 Metern, mal mit 25 Metern, dass da ein riesiges metallenes Objekt liegen soll. Das wurde noch nie verifiziert. Und
aber man hat damals mit äußerst präzisen Messgeräten zumindest da unten einen riesigen Gegenstand, einen harten Gegenstand geortet. Und man weiß nicht, ist das jetzt ein UFO, so wie Chong es sagte, ist es etwas anderes. Aber das soll nicht das Einzige sein, auch wenn das Ding recht groß ist. Es soll noch viel weitergehen. Diese Basis soll sich bis unter den Pic de Bugarach erstrecken, wie gesagt. Und der Pic, das ist ja ein UFO-Hotspot in den Pyrenäen. Das ist bekannt. Und natürlich war niemand da unten. Aber das von der Basis, das hat auch der Lilor berichtet. Und ja, es gibt aber andere Dinge dort oben, die zumindest darauf schließen lassen, dass da irgendetwas, ja, dass da sich irgendetwas befindet. Der Udo, der hat Tonbandaufnahmen von merkwürdigen Geräuschen. Diese Geräusche, die wurden da in Höhlen beziehungsweise ja, in Gängen aufgenommen. Die klingen, wie wenn eine Maschine rattert. Kein Mensch kann sich das erklären. Es gibt da unten keine Quelle für die Geräusche, die man ausmachen kann. Die scheinen irgendwo aus dem Untergrund zu kommen. In dem Buch ist auch im Bericht wiedergegeben über Geräusche, die plötzlich in der Nacht auftreten. Dort oben an der Salzquelle. Das heißt, die paar Bewohner, die es da ja nur gab, sind aus ihren Häusern gelaufen. Also, was ist da jetzt los? Jean hat gesagt, geht zurück in die Häuser. Der wusste, was da los ist. Der Udo hat ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. Er kam mal eines Nachts, kam er mit dem Auto hoch zur Domain gefahren. Es war schon dunkel und die Domain war plötzlich von der Straße aus in hellem Licht zu sehen. Als würde da ein Scheinwerfer von oben auf das ganze Areal strahlen. Ja, Udo dachte, na, vielleicht sind die Bauarbeiter noch da, die da gerade den Parkplatz gemacht haben. Aber wie er hochkam, war erstens dunkel, zweitens keine Baufahrzeuge, kein Mensch außer ihm, keine Lampe. Und es kann auch nicht sein, dass das Gelände über einen anderen Weg verlassen haben, denn es gibt nur den einen. Ich weiß das, ich kenne die Gegebenheiten, ich war schon viele, viele Male da oben, also es gibt wirklich keinen zweiten Weg. Letztes Jahr sind wir bis zum Ende des Tales hochgelaufen. Da gibt es nur noch Feld, Wiesen und ja, lichte Wälder. Und Also, dass das eventuell militärische Anlagen sind oder so? auf militärische Anlagen direkt da oben bei der Domain gibt es also keinerlei Hinweise. Man hat ja sogar am Pic de Bugarach mal versucht, von staatlicher Stelle diese Lichter, die da immer erscheinen, Aha. zu erforschen. Man wollte wissen, wo kommen die her? Also da erscheinen angeblich am 13. Oktober jeden Jahres, das ist der Tag, wo die letzten Tempelritter verschwunden sind, da blinken da so Lichter am Himmel. Aber ich kann bestätigen, diese Lichter blinken nicht nur am 13. Oktober. Wir haben die im April, Mai schon beobachtet. Auch nicht direkt vom Pic de Bugarach aus, sondern von Sukrenie, von dem kleinen Dorf, das da ein paar Kilometer weg ist. Luftlinie ist das gar nicht viel. Also diese Lichter gibt es. Und ich denke mal, wenn die von irgendeiner militärischen Basis stammen würden, dann würde die staatliche meteorologische Forschung da nicht versuchen, noch mit Antennen und mit Kameras denen auf die Spur zu kommen. Die würden mal schön die Füße stillhalten. Ja, das klingt dann fast so, als hätten sich die Templer in die innere Erde verkrochen und würden dort an UFOs basteln. Also das ist aber schon ein starker Tobak. Ja, also der Chong hat ja auch immer wieder berichtet, du sagst gerade, ja, die haben sich ins Unterirdische verkrochen, aber das sind ja nicht nur die Templer.
die da waren. Es gibt da oben diese Hügel, in denen ja laut Chongs Erkenntnissen Bauwerke stecken. Tempel. Es soll da einen unterirdischen Tempel geben. Und es wurde auch schon viel darüber berichtet. Wir haben schon mehrfach versucht, einen Zugang in diesen Hügel zu finden. Das ist äußerst schwierig, weil der Chong, der muss drin gewesen sein. Der hat auch Aufzeichnungen gemacht über den Grundriss, aber er hat keinen Eingang aufgezeichnet, beziehungsweise dieser Grundriss ist nicht genordet. Also der Chong hat sich da auch sehr bedeckt gehalten, aber er spricht von Anlagen, die mehrere tausend Jahre alt sein sollen. Und ja, das würde bestätigen natürlich diese seltsame Verglasung an diesen Megalithanlagen etwas oberhalb der Quelle. Das würde zusammenpassen, denn die Megalithbauten sind ja auch schon ja, mehrere tausend Jahre alt. Aber die andere Sache, wie kommen die Verglasungen da rein? Verglasungen, die nicht aus mittelalterlicher Glasherstellung resultieren, sondern wir haben ja eine Untersuchung eines deutschen Instituts und die haben festgestellt, diese Verglasungen sind bei 2000 bis 2500 Grad entstanden, indem der Stein geschmolzen ist und ist dann schnell abgekühlt. Das ist ein ganz spezieller chemischer Vorgang, den hat man uns bestätigt. Das heißt, mit Glasherstellung hat es nichts zu tun. Hier muss irgendetwas vorgegangen sein, was wir uns bis heute nicht erklären können. Unglaublich und rätselhaft. So wie ich bisher das Buch Rissen der Matrix auch vernommen habe. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Seiten bin ich da jetzt? Ja, ich glaube auf Seite 63 bin ich jetzt. Ja. Da wird es immer verrückter und immer interessanter. Lieber Werner, ich wünsche dir alles Gute in dieser Zeit und ihr habt viel Zeit zu lesen. Schaut da mal rein. Riss in der Matrix von Werner Betz, Udo Witz und Sonja Amsler. Bis zum nächsten Mal. Danke. Jo. Ciao.